Stuggi TV. Deine Stadt, dein Sender. Hey Leute, ich wette mit euch, jeder von euch kennt irgendeine Dating-Online-Börse aus dem Internet. Entweder eDarling oder Parship. Was haltet ihr eigentlich davon und was für Menschen melden sich da an? Wir haben in Stuttgart nachgefragt. Also ich denke, gerade für ältere Leute ist eigentlich eine gute Möglichkeit, weil ich stelle es mir halt schwierig vor, dann, wenn man nicht mehr so viel weggeht, halt Leute kennenzulernen, neue. Vielleicht gibt es da schon so ein paar Leute, die so ihre große Liebe oder so finden, aber ich denke, das ist eher so die Seltenheit. Ich habe dadurch meinen Freund kennengelernt. Jetzt werde ich rot, man merkt es, gell? Keine Ahnung, das habe ich noch nie ausprobiert. Wenn manche zu schüchtern sind oder so, ist das ja natürlich eine gute Sache. Wenn manche sich nicht trauen aufgrund von, ja, keine Ahnung, psychischen Problemen oder sowas, finde ich das nicht schlecht. Aber ich persönlich bräuchte es nicht. Also ich würde mich persönlich auch nicht anmelden, weil ich finde, es ist nicht so seriös. Und man weiß ja, dass am Ende kommt eh nur immer dasselbe raus, dass die Männer nur das eine wollen oder auch andersrum. Ich finde es irgendwie nicht so cool, weil man da eigentlich direkt kennenlernt und so. Also jüngere Leute gehen eher mehr raus und kennen Leute persönlich, also in Diskos und abends, wenn die was trinken gehen. Und ja, ich denke, das ist eher für ältere Leute. Vielleicht sind es solche Leute, wie man bei Traumfrau gesucht sieht oder so. Solche Leute, die dann so 30 Jahre Single sind oder so und dann vielleicht hoffen, nochmal da so ihre große Liebe zu finden oder so, keine Ahnung. Manche verarschen nur, manche meinen es ernst. Dann werden sie von einem verarscht. Kann ja sein. Akademiker und Single mit Niveau heißt doch immer die Werbung, oder? Keine Ahnung. Leute, die sonst nicht so kontaktfähig sind. Das ist ja wie eine Kinderüberraschung, wenn du so eine Person kennenlernst. Du weißt nie, was drinsteckt.